So, meine Lieben, wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde. Du oder so, Autsch, ich mache meine Webcam aus. Wir sind im Stream. Wir haben Freitagmorgen 8:01 Uhr. Exakt 8:01 Uhr. Ich habe exakt nur YouTube-Runden aktuell. Ich habe die letzten 4 Tage jeden Tag bis 19 Uhr von 9 Uhr morgens durchgearbeitet und bin jetzt gestern Abend nach Hause und habe jetzt erstmal eine Woche frei. Urlaub und ein bisschen Zeitausgleich für Überstunden. Das heißt, wir können jetzt relativ viel streamen und ich versuche wieder täglich auf YouTube-Folgen zu kommen. Und ich denke, das wird mir auch gelingen, wenn die Runden nicht ganz schlecht laufen. So, die Relikte habt ihr gesehen. Ich mache meine Webcam wieder an. Bin noch ein bisschen heiser, ehrlich gesagt. Es gibt Shrinkray hier. Na, ihr seht es hier nochmal. Shrinkray ist am Start. Also, wenn sich so eine schnieke Goblin-Runde zum Beispiel ergibt. Also mit dem Anfang, ich habe schon 5 Goblins nach 2 Runden. Das muss ich fast. Ich hoffe, dass nicht so viele andere Leute Goblins mitnehmen. Aber Lunas werden auch schon besser, mehr committed als Goblins, so wie es aussieht. Also Goblins sind eigentlich relativ clean, außer der eine hier. Das könnte was werden. Hallo Lyset, moin moin. Ich weiß nicht wieso, aber Paul erinnert mich mit der Cap irgendwie an so einen Pubertierenden mit dem Skateboard. Nur der Bart ist da nicht so ganz passend. Ja, so ist das. Ich habe es ja schon in den letzten 2, 3 Streams wieder gesagt, ich werde es öfter. Also, ich gewöhne mich langsam an die Cap. Ich trage die privat überhaupt nicht. Also, privat laufe ich gar nicht mit Cap rum. Aber so für den Stream gewöhne ich mich da langsam dran. Und es ist ganz angenehm, dass ich dann nicht immer meine Haare komplett schnieke machen muss für euch. Deswegen werde ich jetzt öfter mal hier mit einer Cap auftauchen. Wir gehen auf 10 Gold. Deswegen werde ich öfter mal mit einer Cap hier am Start sein. Also, gewöhnt euch auch schon mal lieber dran. Das wird schon öfter jetzt passieren. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Oh, es tut mir echt leid, dass ich mich gerade ein bisschen am Räuspern bin. Ich habe heute Morgen noch fast gar nicht geredet. Alter! Junge, wer auf die Nouns getippt hat, der hat gerade auch Herzflattern. Das ist gerade die Liste von der Dings hier. Also für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die Folge nicht gesehen haben, wo ich getippt habe und so auch. Man kann ja auf ein Team wetten quasi mit Candies. Das ist ja die Ingame-Währung von Dota Auto-Chess, falls Leute nur Auto-Chess gucken und nie halt selber spielen. Und da kommt man 40 Candies tippen auf ein Team, wer die Dota-Meisterschaften heißt es so. Wer dieses Dota-Turnier auf jeden Fall gewinnt. Ich habe auf Gladiators getippt, die haben halt die schlechteste Quote, aber haben die beste Wahrscheinlichkeit, weil es das beste Team ist so von den Stats wahrscheinlich. Und die Nouns sind auch immer noch drin. Und da bekommt man 294 mal seine Candies zurück, wenn die gewinnen sollten. Also da wäre man richtig reich danach. Danach wäre man richtig rich. Ja, das gefällt mir alles nicht. Ah, oh, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch alles nicht. Aber das ist okay. Und HP ist auch okay. Was war das jetzt hier? Einfach Magic Damage Plus. Diesmal sind nice. Ich hätte lieber noch ein Tank-Item mehr. So ein Schild oder irgendwas. Wenn der mir schon mal ein Gold holt, wäre das sehr gut. Wir chillen mal unser Leben. Jetzt warte mal, gibt es Priest? Ne, aktuell hier noch nicht. Wie keine Betonlogge wie Peter vom Pietsmeet. Ja, komm, so eine Betonlogge wie Peter vom Pietsmeet hatte ich aber nicht. Ich hatte eine eigene Art quasi. Betonlocke konnte man das bei mir, glaube ich, nicht nennen. Ich weiß auch nicht, ob es Goblins wären. Das kommen jetzt seit 3 Runden habe ich keine. Ich habe in Runde 1 2 Goblins gezogen, in Runde 4, 3, 4 habe ich keinen einzigen mehr gesehen, leider. Das ist ein bisschen frustrierend nach so einem guten Anfang. Vor allem noch kein 2er und jetzt inzwischen switchen Leute auch auf Goblins irgendwie. Der hatte keinen einzigen und hat jetzt inzwischen besser als ich. Das kannst du nicht erzählen. Also ich habe einen mehr immer noch, aber Doppel Timbers auch schon. Und der hat schon Clock 2. Was ein Quatsch. Wäre nice hier irgendwie. Die Runde, wenn ich nicht gewinne, wäre richtig gut, wenn ich hier irgendwie den Shuriken machen könnte. Das reicht nicht. Das eine Gold wäre schon nice gewesen, auf Gold hochzukommen. Ich brauche mal Losing Streak gleich unbedingt. Vogelnest. Nee, Föhnfriese war doch immer der Call, oder? Ich habe übrigens gerade relativ kurze Haare. Ich kann es euch einmal zeigen, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich habe gerade relativ kurze Haare wieder. Also meine Frau schneidet immer alle 3 Wochen mal die Haare. Und sie schneidet es immer alle 2, 3 Monate hier oben auch kürzer, sonst macht sie immer nur die Seiten dann wieder kurz. Jetzt macht sie die nächsten 2, 3 Mal wieder nur die Seiten kurz. Aktuell habe ich wieder oben rum. Warte mal, oben rum hört sich voll falsch an. Aktuell habe ich wieder recht kurze Haare. Bürstenhaarschnitt. Aktuell habe ich wieder recht kurze Haare. An der Seite macht sie ja immer kurz, klar. Aber da kommt auch wieder die Föhnwelle zurück, das dauert nur. Ganz ehrlich, in dem Mord sind die wieder so lang gewachsen, dass ich wieder die alten Haare auch habe. Aber ich muss einmal kurz mich richtig räuspern.
hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe mich kurz gemutet dafür natürlich. Ich will das euch ja nicht antun, ne? Das muss ja nicht. Gibt's Techies, wenn man auf Techie Drop geiert? Nee, dann fühle ich auch nicht auf das Gold zu verzichten. Auf die. Nein, zu verzichten. Nehme ich lieber das Mana mit. Ja, ganz so geil ist das gerade gar nicht mal. Das Einzige, was geil ist, ich habe übelst die Echo. Also 30 Gold in Runde 7 ist halt schon King. Also Echo steht richtig, aber ich gut, dass die Leute teilweise unter 10 Gold sind. Einer ist auf 30 noch, ein anderer, der hat aber Losing Streak. Und einer hat 15 Gold. Also Echo-technisch bin ich mit dem Losing Streak-Typen zusammen voll voraus. Und das ist übrigens ein Vietnamese. Glaube ich. Sieht zumindest sehr vietnamesisch aus, der Name. Müsste eigentlich vietnamesisch sein. Alter, ich kann sogar Runden gewinnen, ohne Witz. Ich kann einfach Runden gewinnen sogar, mit dem Team gerade aktuell. Okay, nicht Losing Streak. Shuriken. Hallo Dortex, moin moin. Stehst bei mir als nur online und nicht im Spiel. Hey, ich habe aber nichts umgestellt, das ist strange. Ich schwöre, ich habe nichts umgestellt. Ich guck mal, vielleicht lösche ich die für 40 Gold schon dann. Oh, guck mal, der Drop hier. Earthbird Drop, Nix Assassin Drop. Das geht bei den Leuten ab. Ich habe eigentlich mich in Steam bis nicht offline gestellt oder so. Nö, spielt Dota Ouch, er steht bei mir. Ich habe keine Probleme damit, ich sehe Paul im Spiel. Okay, gut, danke für die Info, dann weiß ich das schon mal, dass es nicht an mir liegt. Oder sollte nicht an mir liegen. Der killt noch einen Shuriken, aber merke ich nicht mehr down, glaube ich. Oh Gott, der Shuriken hat nicht... Als ob der Shuriken nicht gereicht hat, ihn zu killen. Das sind zweier Shuriken. Aber ich bekomme ihn noch down, oder? Ja. Komm, gehen wir auf die 40 Gold. Ich wäre immer noch froh, wenn ich... Ach gut, wenn ich gleich Shrink Ray bekomme, dann kann ich trotzdem auf Goblins gehen, ganz ehrlich. Der erste hat so wenig Echo, den committe ich des Todes weg. Dr. Klinker. Ice is nice. Gibt's auch den Ding? Okay, das müssen nicht. Ich überlege gerade, ob ich safe auf Shrinkray gehe oder ob das auf Goblins gehe oder ob ich vielleicht auch was anderes machen könnte. Mal kurz durchchecken. Wenn nur der eine auf Goblins ist und der eine mit Clockwork 2 halt noch, den er so mitnimmt, dann gehe ich glaube ich safe auf Goblins. Der Clockwork 2 ist sogar raus, oder? Ich sehe den Clockwork 2 nicht mehr. Es ist nur einer auf Goblins und der hat keine Echo. Ja, wir gehen safe auf Goblins, ganz ehrlich. Wir machen safe den Elfen-Dismiss. Den Elfen-Dismiss kann ich ohne 10 schon reinmachen sogar, mit der Echo, die ich habe. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich Runde 10 nicht gewinne, aber ich habe einen Level 2er. Dann habe ich unguten Fernkämpfer hier drin gerade. Oh, Sniper könnte man statt einem Ding spielen. Wäre schön, gleich noch einen hochzuziehen. Aber das ist wohl der Dream, der nicht wahr werden wird. Ich hoffe, das reicht mit dem Goblin-Buff dazu. Der hat auch Magic Shine, sein Shuriken, dann killt er safe den Gegner. Das müsste eigentlich schon reichen. Also wenn ich jetzt Shrink bekomme, wird es eine krasse Goblin-Runde immer noch. Und sonst muss ich ohne Shrink trotzdem die Goblins durchballern, ist mir egal. Ohne Shrink bekommen wir das auch gut hin, mit der Echo, die wir jetzt schon haben. Eine Ult wäre schon gut. Okay, das war wichtig, glaube ich, der eine Ult. Ja, und der überlebt lang genug und dann hat er noch den Buff auch. Sehr nice. Komm, gib mir Shrink, Game. Game gibt mir keinen Shrink. Ich glaube, ich nehme random, ich try's einfach. Ja. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, das ist jetzt ein bisschen Krise gerade. Ich will ja nicht gewinnen auf Gegnerfeldern. Oh Gott, ist das kacke. Ach Mann, es geht alles schief. Es geht alles in die Brüche. Vielleicht mache ich mir jetzt einfach gleich... Ich überlege gerade. Das andere wäre, ich mache alles, mache alle Goblins auf Level 2 einfach nur und gehe dann Level. Auf Level 2, dann hätte das Miss aber schon teuer für Level 2er Goblins nur zu rollen.
Ich überlege, ob ich einfach Losing Streak reinstellen soll, auf meiner Bank das Zeug roll, soweit es geht. Den schon mal weg, das bringt eh nichts. Ich habe die Elfen, das Mist. Ich schließe mir gleich die Nachricht durch. Lysetterich. Ayo ist mir zu teuer. Wie ging der Song nochmal? Ich glaube, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie lebt dein Traum, denn er wird wahr. Irgendwie so. Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Sagt mir gar nichts. Ich sagt mir gar nichts. Tut mir leid. So gewastet, dieser Sin Reaper, so übergewastet einfach. Wir hätten ja so schnell seine Echo wieder zusammenbekommen, will mich verarschen. Der war doch gerade auf 7 Echo oder so, der Typ mit den Goblins. Jetzt ist er auf 48 schon wieder. Wegen deiner Ausdrucksweise mit dem Traum. Junge, ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe vorher, sorry. Ich bin schon wieder komplett raus. Kann man eigentlich jemand was sagen zu den Gladiators? Die waren doch irgendwie im Lower Bracket. Wie sieht es denn hier aus jetzt mit den Teams aktuell? Es sind noch mehr rausgeflogen, es sind definitiv noch weniger. Hat Gladiators gegen die. Ah, ne, warte mal, Gladiators spielt gegen die Nouns jetzt irgendwie heute oder morgen oder so, oder? Ich glaube, die spielen gegeneinander sogar. Irgendwas war da. Oh, Shadowfiend und Razor. Vielleicht hätten wir auf die Stretch switchen sollen. Ja, wieso haben die denn das Mist so greedy reingemacht? Ich glaube, hätte ich denen das Mist nicht so greedy reingemacht, hätte ich, denke ich, noch ein bisschen länger gewartet. Dann hätte ich, glaube ich, doch was anderes gespielt. Aber jetzt sind wir so hart hier drauf. Nächste Runde müssen wir nochmal richtig hart rollen, dass wir zumindest die Level 2 alle durchhaben. Vielleicht warten wir dann bis Runde, ob ich nochmal Shrink bekomme in Runde 20 oder so. Jordanovic, bin auch mal wieder back wie ein englischer Rücken. Ehre geht raus. Vielen Dank für den 38. Monat schon. Ehre geht raus. Alter, 38 Monate. Ehre geht raus. Junge, wenn ich überlege, wie lange wir das schon machen hier. Jedes Mal, wenn so die ganz, ganz alten Hasen, lol, alter Hase, wenn die ganz, ganz, die Boys, die schon richtig lange am Start sind, haben, merke ich erst, wie lange wir eigentlich schon am Stream hier sind. Das ist crazy. Mir kommt es manchmal noch so vor, als ob ich so vom Jahr angefangen hätte. Aber inzwischen, vor allem seitdem begleitet uns einfach Owl Chess. Wir spielen einfach seitdem quasi. Also klar, wir haben mal ein bisschen was anderes gespielt zwischenzeitlich, aber sagen wir 95% war immer Owl Chess. Wir sind einfach in diesem Spiel gefangen. Das ist Digo-Intro. Hallo Terminator und hallo Avaron. Moin, moin auch an euch zwei. Wunderschönen guten Tag. Benutzt er die Rolls? Okay, macht einen Switch auf Shadowfiend irgendwas, glaube ich. My bones meant for the right price. Anything. Jetzt werde ich ja gleich Level ab. Gut, ich gehe eh Level ab nach der Runde, das ist gerade egal. Ich müsste halt versuchen, noch bevor ich Level 5 gehe, vielleicht entweder noch ein paar Sachen fertig zu ziehen. Entweder so. Oder man wartet halt. Ja, ich glaube, ich gehe weiter Level ein. Ich roll einfach weiter. Allein schon, weil ich Angst habe, dass er mir zu viele Sachen wegrollt. Auch wenn ich so, wie ich das richtig sehe, noch einen Switch raushaut gleich. Knapp verlieren wäre das Beste eigentlich hier. Aber ich gewinne es. Also dann bekomme ich immer einen Roll. Das sind auch 2 Gold. Das ist eigentlich ist es sogar besser, wenn ich einen Roll bekomme. Eigentlich ist es sogar besser. Ein Ike schon. Boah, der Early Alk ist natürlich so ein Call dafür, wenn ich ein Level up komme gleich noch, könnte ich schon mit einem Snapfire noch irgendwie lucky schnell Goblin stellen. Das wäre auch in Ordnung. Timbersaw ist halt lächerlich, aber gut, hat der von Early Stück schon 3 Stück rausgenommen von ganz am Anfang. Gibt es gute Legendary Warlocks fürs Late noch? Boah, gibt beide. Das könnte noch nice sein. Ich denke mal, bis Runde 20 sind wir automatisch Level 6, weil wir werden bestimmt 1, 2 Runden auf Gegnerfeldern gewinnen mit dem Team. Das sind ja schon mal dann 4 XP, 8 XP oder so. Also zumindest wenn wir Timbersaw auf 2 ziehen, sollten wir Richtung Level Ding kommen.
Der wäre schon wichtig fürs Team. Ich glaube eher Vanguard als. Ich hab, weiß auch nicht, wie gut die Level 3er wirklich sich blicken lassen. Wo habe ich denn meine Items drauf? Auch gerade auf dem falschen hier. Was ist das denn? Ich will alles ihm geben. Aber aktuell noch nach links erstmal, solange ich der noch auf Level 1 ist. So, Magical Damage gebe ich dem hier dazu. Ich meine, der ist kurz vor Level 3 und Bounty ist auch kurz vor Level 3. Die anderen sind noch weiter weg. Aber wenn wir gleich Stress bekommen, können wir die zwei hochballern. Die ganzen Outages, die ganzen Videos geschaut von Maxim, als Outages noch neu war, kann man sich ja kaum geben, wie komisch das Game damals war. Boah, ganz ehrlich, damals war das Game aber eigentlich nicht komisch, finde ich. Also das war natürlich noch, die Grafik war natürlich eine ganz andere, die ganzen Optiken und so sahen anders aus. Das war halt, klar, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht, damals war das geil, weil das war ein ganz neues Spielprinzip ja damals und das hat mir so, ich weiß noch, wie als Outages neu war, ich habe es ja privat so hart gesuchtet. Mit Kollegen zusammen dann auch überredet, dass die mitspielen haben, die es auch gefallen. Dann habe ich das teilweise so viele Stunden jeden Tag gezockt, ohne Livestream jetzt auch. Aber klar, es war damals natürlich noch alles so ein bisschen altmodisch war das damals natürlich alles noch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mit dem Nachhinein gesehen. Ich meine, die älteste Folge von mir ist auch von 2019, glaube ich. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Lass mal gucken. Wenn ich in die Playlist gehe. So, Auto-Chess. Ich hab nur die erste in der Playlist drin. Die ist drei Jahre, also über drei Jahre auf jeden Fall alt. Und ist nicht mehr die älteste. Ja, warte mal, kann ich nicht einfach hier auf meine Videos gehen? Und älteste, doch hier, guck mal. So, Auto-Chess. Vor vier Jahren. Ich habe eine Folge hochgeladen. Vor vier Jahren. Das steht vor vier Jahren, aber es ist ja länger als vier Jahre, also sind ja mindestens vier Jahre dann. Dota 2 Outages is awesome heißt die Folge. Ich war von Anfang an dabei. Du fandest aber auch damals am Anfang, dass es komisch aussah, oder? Weil für mich ist es jetzt eher so, damals fand ich es, also ich erinnere mich, dass ich damals nicht gedacht habe, boah, sieht komisch aus oder irgendwas. Aber jetzt im Nachhinein würde ich es vielleicht denken, eher. So ist meine Meinung dazu. Ja, ich muss mal hier Level 3er kurz fertig ballern. Ja, wobei, jetzt könnte ich nochmal chillen. Okay, nee, dann übertreibe ich nicht. Dann machen wir nochmal einen Chillen. Ich will halt gleich. Das wird bald gefährlich. Wenn ich noch zwei Runden gewinne, gehe ich Level 6 und dann sind die Chancen niedriger. Ah, ja, ist schon gut, dass er so eher einen Switch macht und Level geht. Damals war es nice, wenn man heute raufschaut. Ja, es hat sich immer wieder verändert. Aber auch wenn du jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel, ich meine, das Spiel ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre weit raus dann. Wenn du vor zwei Jahren reinschaust, sieht das Game ja auch ganz anders aus als jetzt. Die haben ja immer wieder Sachen geändert. Und klar, jetzt, wie es jetzt aussieht, sieht es für uns am besten aus. Wahrscheinlich für fast alle von uns, weil wir es einfach so gewohnt sind auch inzwischen. Oh, die OP-Kriege habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gerade nicht, ob ich chillen soll oder ob ich rollen soll. Shrinkway lohnt sich gleich auch nicht mehr richtig. Vor allem dann habe ich bis Shrinkway bis Runde. Ich finde es dumm, dass man Relikte nicht abwerfen kann. Also Shrinkway sollte man auch abwerfen können, wenn man es nicht haben will. Das könnten die nochmal zuadden. Okay, meine Entscheidung hat sich gerade selbst beantwortet. Mit dem Rollen. Da sind aber ganz gute Sachen. Gute Rolls dabei aktuell noch. Ist aber auch ganz stressig. Ayo würde ich schon gerne für Timbersaw nehmen. Wenn ich Timbersaw ziehe, das wäre schon awesome. Eigentlich bekomme ich die Level 3er alle durch, auch wenn die Runde nicht optimal lief. Sinreaper war auch komplettes useless Relikt. Aber trotzdem sieht es aus, als ob ich alles durchbekomme, soweit. Auf 3. Dann könnte sich sogar Contract gleich richtig lohnen, wenn mit dem einen Typen, der aktuell noch die Goblins auch stehen hat. Also falls ich Contract gleich bekomme, würde ich es glaube ich auswählen.
Guck mal, ich habe echt. Ich habe, glaube ich, einen einzigen Win geholt mit Sin Reaper. Also ich habe 4 XP von meinem. Ich habe 4 Gold quasi durch mein Relic bekommen von Runde 10 bis 20. Cringe. Warte ich jetzt? Ich meine, die Runde gewinne ich eh. Ich glaube, ich chill nochmal. Ich habe halt Angst, dass er die ganzen Goblins gleich löscht, wenn ich sie auf 3 dann habe. Wenn ich jetzt halt schon alles auf 3 rollen würde auf Greedy, und wenn ich es hinbekommen würde, ich habe es ja noch nicht hinbekommen, könnte ich gleich den Dismiss schon instant auswählen. Hat er auch einen Bounty? Bounty hätte sogar auch stehen. Ja gut, er kann das gerade nicht löschen, weil er wird sein Goblin... Gut, er kann nicht einfach löschen, um es zu versauen. Er hat seinen Goblin-Buff damit auch und so. Er muss das lassen. Er muss es lassen. Hat mein Bart übrigens wieder ein bisschen kurz gemacht. Der war vorgestern, war der richtig, richtig lang. Und da hatte ich mich drin mal wieder auf kurz. Klar, immer noch komplett gelassen, aber halt kurz getrimmt. Ist ein bisschen angenehmer zum Tragen, aber ich finde, also ein bisschen länger als jetzt, finde ich es eigentlich ganz geil. Aber es wird mir dann irgendwann immer so ein bisschen ungemütlich, nenne ich es mal. Er kann nichts dagegen machen, außer es zerstört sein ganzes Team. Dr. Klinker. I'm Rizrak. Don't touch me. With bones and spells I come. My suit should keep me comfortable through all of this. I'm Rizrak. Don't touch me. Wenigstens mal ein Konto, das sich so ein bisschen gelohnt hat. Oh, ich bekomme nur Kack. So kleine Items sind echt schlecht. Der Textbeater bringt mir auch nichts. Ja, ich mache mal gleich ein größeres einfach schon relativ early. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wobei die meisten Sachen will ich hier behalten. Ne? Weißt du, warte, ich verteile die mal nochmal. Ich brauche nur noch einen Snapfire. Den Witch Doctor kann auch ruhig später kommen. Darauf werde ich jetzt nicht weiter auf Stress rollen. Wir gehen jetzt Level, stellen ihn rein. Den Alchemisten für Warlock Buff und auf Level 7 dann noch ein Snapfire hoffentlich relativ bald. Wir sollten mal noch Wizards mitnehmen, wenn sie kommen. Nö, der gibt doch mehr. Der Witch Doctor macht doch Magic Schaden. Bin ich jetzt lost oder macht der Magic Schaden? Der macht Magic Schaden und der hat auch schon Talisman. Dann habe ich die verteilt. Tinker hat schon einen, das deckt nicht mehr. Tinker hat schon einen. Jo. Deswegen. Aber hätte mir tatsächlich passieren können, dass ich mich verklicke. Also ist nicht so abwegig. Es ist nicht so abwegig. Ich habe 30% auf meiner Maus noch. Das sollte für heute reichen eigentlich. Ich habe keinen Bock, das Kabel anzuschließen. Übrigens für alle, die auch jetzt schon am Start sind. Ich streame heute jetzt, ich denke mal bis um 12, so 4 Stunden bekommen wir auf jeden Fall hin. Bis um 12 so circa streamen wir jetzt heute. Dann habe ich auch genug YouTube-Runden offen für die nächsten 2-3 Tage erstmal. Dann werde ich morgen einen Tag nicht streamen am Samstag, weil morgen hat meine Frau sich extra freigenommen. Ich habe zwar morgen auch frei, aber ich werde morgen höchstwahrscheinlich nicht streamen. Dann dafür Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also danach werde ich 5 Tage am Stück streamen. Ist so der aktuell geplante Plan. Der geplante Plan. Hallo Graphite, moin moin, wunderschönen guten Tag. Mr. Graphite, ich begrüße Sie. Ja, ich glaube, ich roll auf Level 7 dann gleich. Habe ich ein bisschen bessere Chancen. Von 7 auf 10%. Eigentlich wäre Level 8 zum Rollen besser, mit 19% auf einen Snapfire. Ich würde aber gerne gleich noch. Hat irgendwer, lohnt sich meinen Witch Doctor so richtig krass hochzuziehen jetzt auf die Schnelle? Bevor den irgendwer löschen wird auf seiner Bank. Den spielt kein Schwein. Okay, nee, vom Witch Doctor brauche ich nicht stressen. Kein Schwein spielt Witch Doctor. Da bekomme ich eben nur 2 Gold oder 4 Gold oder so zurück. Hallo Galadriel, moin moin. Wunderschönen guten Tag. Timbersaw. Timbersaw, beste Junge im Game einfach. Wenn der noch ein, zwei bessere Tank-Items nachher bekommt. Ich würde ganz gerne wirklich Vanguard und Bracer und Tranquilo Boots würde ich ganz gerne halten auf ihm. Und danach noch ein, zwei gute Legendaries auf Slate zusammen basteln. Oh, wir haben nochmal extra Gold bekommen. Wo kam das eine extra Gold her? Von dem, der rausgeflogen ist. Aishi. Okay, da ist mal nochmal
Ja, wir chillen jetzt mal bis Runde 25 mit dem Team. Danach gehen wir Level up und danach rollen wir. Wenn wir einen Wizard ziehen, reicht's ja auch. Wenn kein Snapfire kommt. Witch Doctor und Shadowfiend dann wieder rein. Ihr kennt ja das, was jetzt der Plan ist. Zwei Legendary Walls noch auf 2 ziehen im Late, im Zweifel auf Level 10. Kann man noch irgendein Legendary dazu packen da, ne? Möglicherweise. Also 6er Goblins, 4er Warlock, der Klassiker. Diesmal ganz nice, weil wir Contract hatten und weil wir damit ausschließen konnten. Das hat es ein bisschen wie uns wieder zurückgegeben. Aber eigentlich hat die ganzen Relics, die wir hatten, haben uns vielleicht so 30 Gold gegeben oder so, kann man das sagen. Wir hatten quasi 30 Gold durch zwei Relics. Aber gut, das Contract war okay, das war so 25 Gold, wenn der Witch Doctor gleich noch kommt, denke ich. Vielleicht übertreibe ich auch, ich habe es gar nicht mitgezählt. Aber gut, das andere, Sin Reaper hat uns halt echt gar nichts gebracht. Die 4 Gold da einmal, wo wir auf dem Gegnerfeld gewonnen hatten. Das war schon sad. Das Schöne ist, wir gehen gerade Richtung eine Winning Streak. Das heißt, wenn wir jetzt gleich wirklich noch einen Full Goblin Buff hinbekommen, sollten wir erstmal eine Winning Streak bis Runde 30 halten. Enchanted, I'm sure. Ja, Shadow Feed noch dazu. Normal machen die das easy. Ich könnte jetzt überlegen, ich glaube, ich nehme jetzt von dem Witch Doctor schon mal runter. I am a robot. Danach kann ich dann von Tinker runternehmen und dann kann ich mir ein größeres Item wahrscheinlich schon bauen, oder? Eins, zwei. 3, 4. Na, das ist Quatsch. Ich muss bis Runde 30 warten. Vielleicht bekomme ich auch Weaponsmith, damit ich was Besseres bauen kann. Johnny Walker, ihr geht raus. Was? Hört das sonst keiner? Hä, was hört sonst keiner? Ihr geht raus. Vielen Dank für den 28. Monat, lieber Chat. Junge, Junge. 28 Monate auch schon crazy. Vielen, vielen Dank für deinen Support und deine lange Treue hier. Ihr geht raus. Vielen Dank für die Unterstützung, ne? Boah, man könnte jetzt greedy gehen, noch Book of Shadow irgendwas mitnehmen wollen. Aber ich mache das nicht. Bewusst mache ich das jetzt nicht und nehme ihn hier mit, weil Link ist 4, mich im Late Game safen könnte gegen Dooms und sowas. Auf meinem guten Timbersaw. Wir machen nämlich im OP-Timbersaw. That's the plan. Witch Doctor kommt gleich wieder rein. Die ist scheißegal eigentlich, was die macht. Soll mal von langsam vorne. Wir gehen Level und stellen den Witch Doctor dann gleich beim Level Up wieder rein. Hauptsache ich habe einen Goblin Buff erstmal. So, noch mehr Mana. Hallo Kali auch, moin moin. Warte mal, habt ein Gesumme? Ich bin gerade am Rumprobieren. Ich habe halt. Oh, das ist sehr gut. Ich habe halt die Rauschunterdrückung, habe ich halt nicht mehr drin, die ich immer drin hatte sonst, weil ich dadurch immer so komisch abgeschnitten werde teilweise. Jetzt ist die Rauschunterdrückung wieder drin. Jetzt ist die Rauschunterdrückung wieder drin. Jetzt werdet ihr das so wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Oh, ich muss mich ganz kurz muten. So. Aber ihr müsst mal jetzt drauf achten. Jetzt. Ich finde immer, wenn ich die Rauschunterdrückung anhabe, hört sich das leicht so an, als ob ich am Lispeln oder sowas wäre. Ich weiß nicht wieso, aber die Rauschunterdrückung schneidet manchmal Teile von meinem Reden raus. Manchmal schneidet die Rauschunterdrückung irgendwelche Sachen weg und das finde ich überätzend. Das hört sich richtig scheiße an, als ob ich so ein Lispeltyp wäre, der über am Lispeln ist. Besonders wenn ich S-Sachen sage, sowas wie super schöne Snapfires, Lispeln, sehr super. Hat sich das Lispelnd angehört oder ging das?
Gut, ich habe jetzt sehr stark ins Mikrofon reingeredet, vielleicht ging es jetzt. Stumm bist du am besten. Jetzt noch die Kamera aus, wäre ein Traum. Ja, genau. Was für ein Rucksack. Hallo Weltmeister. Ich muss mal gucken, ob ich da eine andere Rauschunterdrückung fürs Mikrofon finde. Beziehungsweise ob ich die direkt irgendwie in ein Mikrofonprogramm runterladen kann, indem ich die einstellen kann, dass ich die nicht in. Ich habe halt die Rauschunterdrückung von, wie heißt der, von Streamlabs habe ich halt drin. Meine Frau hat mir einen Kaffee gebracht. Ehrenfrau. Ich glaube, das war das erste Mal in der Goblin-Runde. In der Goblin-Runde meines Lebens, dass ich gut Alchemist und Snapfire gezogen habe, dass die wirklich early schon gekommen sind. Normal gönnen die nämlich nie bei mir. Okay, ich nehme jetzt von Witch Doctor runter in Runde 29, Runde 30 nehme ich dann von Tinker runter und dann kann ich nach Runde 30 von Timbosaur runternehmen, weil nach Runde 30 mache ich safe die ersten Legendary Items. Nehmen wir erstmal das Mini-Item hier runter. Okay, uns fehlt noch ein Warlock und ein Level. Warte mal, ich glaube Trolls. Ist der Zweier. Der Zweier Trollbuff ist 20%, oder? Ah ne, 15, aber nicht Prozent, sondern einfach nur 15 Attack Speed drauf. Shadowfiend 1, wenn auf 2 würde ich eher Shadowfiend stellen, aber so nicht. Warlock Buff habe ich sowieso. Aber vielleicht besser nun, danke Paul. 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. War Lispeln drin oder nicht? Verklopst halt auch mal wieder Pawns und Low Knights. Wo ist das? Nö. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse mal die Rauschunterdrückung einfach drin jetzt. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Jedes Mal, wenn ich mir im Videoschnitt die Videos dann angeschaut habe, habe ich mich jedes Mal angehört, als ob ich Lispeln finde. Aber vielleicht habe ich mir das einfach nur eingebildet. Vielleicht war ich gar nicht am Lispeln. Also irgendwie habe ich mir dachte immer so, irgendwie höre ich mich komisch an. Und seitdem ich die Rauschunterdrückung aus habe, seit 2 Streams hatte ich die, glaube ich, aus. Und da habe ich das Gefühl nicht mehr gehabt. That's kinda awkward. Ja, wir haben jetzt schon echt viele Items hier. Hier können wir noch, wenn ich jetzt ein kleines Item noch habe, die 4 würde ich gerne erhalten. Linkes 4, Bracer, Vanguard und White Bracer kann man im Zweifel auch. Weil 300 HP ist schon nice. Gerade wenn die Unit tanky und healy ist, sind 300 HP mehr im Zweifel, wenn er nachher mit 200 HP überlebt und sich wieder hochhealt mit allem. Bei Heal habe ich gar nichts. Das ist nur Block. Doch, der healt. Das sind 15 Healing. Es ist schade, dass es nicht mehr so krasse Heal-Items gibt wie damals. Also gerade sowas wie Vanguard war ja damals richtig ein Heal-Item auch. Also Mirror-Schild nehmen wir jetzt, Assault Kurais, Aeon Disc könnte man nehmen, so die Sachen, die wären jetzt so. Oder Radiance vielleicht, noch Radiance wäre auch fett. Ja, oder wir nehmen noch mehr Items in Runde, ich glaube ich nehme Double Dragon mit. Komm, wir nehmen Double Dragon, das könnte uns im Zweifel nachher besser mehr helfen. Enchanted, I'm sure. Bis dahin sind wir auch auf Pyra Warlocks, denke ich. Junge, ich bin so ein lahmer Fisch einfach, ist unfassbar. Habe ich ihm jetzt ein zu viel gegeben? Gib mir jetzt noch ein Item für ein Legendary wirklich? Ich hab nur ein Ding von dem bekommen. Ah ne, hier lag das rum. Okay, war der andere Brace. Ich war gerade voll verwirrt. So, jetzt habe ich das, was ich haben wollte. Das war der Plan. Und ich kann mir noch 2 gute holen gleich. Alter, meine Ohren sind gerade aufgegangen. Was ist denn da los? Wieso sind meine Ohren gerade aufgegangen? Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man so vom Berg wieder runterfährt. Oder halt also nach oben fährt und dann halt die Ohren so zugeben und man dann so schluckt und die wieder aufgehen. Was geht denn jetzt ab?
Zur Sicherheit noch die Lispe unterdrücken, zuschalten, genau. Soul Curious wäre auch nett, nett. Ich muss unbedingt gleich Rowan auf Level 9 und die Level 2 hier noch fertig ziehen, hoffentlich. Aber vor allem noch einen Warlock ziehen, dass ich safe bin, Runde 25. Was gäbe es für Vierer, die mir gefallen würden? BKB wäre natürlich noch King. Also BKB wäre das Wichtigste noch zu ziehen. Die anderen Sachen helfen mir so gesehen auf dem Timbersaw gar nicht mal viel. Butterfly und BKB als Kombination wäre es. Dann wäre der Übertanky mit Evasion noch dazu für dem allen. Dann wüsste ich nicht unbedingt, ob ich auf die Schnelle wieder down bekommen soll, außer mit so einer, mit so einem Necrophos oder sowas in der Richtung. Hallo Blocker, alter Blocker am Start. Moin moin, freut mich, dass die hier sind. Paul will nicht, dass wir meckern, dass er gerade irgendwo mit seinem Privatjet rumfliegt. Wollte gerade was Ähnliches schreiben. Ich hocke gerade im Flugzeug, deswegen auch das Rauschen im Hintergrund. Ich habe dem Piloten gesagt, er soll mal leiser fliegen. Komm, geh immer schon mal in Venomancer, dann habe ich schon mal das. Wir haben es ja, wir haben einen Winning Streak. Wir können ausgeben. Venomancer oder ein Legendary brauche ich dann jetzt. Okay, machen wir das doch gleich so. Irgendwas in die Enigma kommt vor einem Ding ist auch lächerlich schon wieder, aber will ich mich nicht beklagen, ist vollkommen in Ordnung für mich. Dann chillen wir jetzt nochmal kurz. Ich weiß gar nicht, warum ich die wieder mitnehme. Wobei ich kann ja auch inzwischen kann ich auch easy den. Muss ich mal achten auf einen Laundry, damit ich mal ein, zwei Gold kurz noch mir snacken kann. Die zwei werden jetzt gleich noch fertig gerollt nach der Runde hier. Er hat das gleiche wie ich, glaube ich, ne? Aber die Warlocks nicht dazu und er hat die Level 3er nicht. Also müsste ich eigentlich besser sein. Da war meine ist halt anscheinend die smartere. Muss mal gucken, wie viel Gold ich jetzt bekomme. Vielleicht muss ich Enchantress schon löschen. Ich sehe das Gold nur nirgendwo. Ah, hier liegt das. Ah, ne, okay, muss ich nicht. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Jetzt bräuchte ich ein Io. Sven wäre vielleicht fürs Late noch was. Dann müsste ich aber Shadowfiend wieder rausnehmen. Ich denke, das Team reicht auch schon um Runde. Muss ich splitten? Runde 35 so irgendwie? Tja, ich spiel fast nie dieses Smart of the Beast. Ich kenne mich da nicht so aus. Müssen die Drangs nicht, die müssen nicht doch selber komplett killen auf dem Timber so, oder? Oh Gott. Der Monster dazu noch? Mangekind 3 ist halt hardcore. Er stirbt aber aktuell noch nicht. Vielleicht kommen die 300 HP ins Spiel, die ich mit dem Brazer gehabt hätte, die ich brauche. Ja, guck mal, er hat's überlebt. Ehrenmann. Ehrenmann. Auf seinem Feld verliere ich aber. Das wäre Hartschaden gewesen mit dem Zeus. Okay, das könnte eine enge Kiste werden mit dem Mage-Spieler. Wie überraschend. Gut, ich muss es generell splitten, auch allein schon wegen dem Monkey King Dude. Ich weiß nicht, wie ich am besten den Enigma stelle. Der soll halt irgendwann rauskommen und nicht erst nach 100 Jahren rauskommen. Ich überlege, ob ich den Schimmer so da. Ja, wobei eigentlich muss ich ihn vorne stehen lassen. Damit schnell sie sich gegenseitig selber den Schaden daran ballern. Ich hoffe, es ist jetzt nicht dumm. Vielleicht könnte man, hätte man auch den safer stellen sollen. Stellt mal Enigma safer. Ich glaube, wir stellen doch safer. Wenn er auch ein bisschen later die Ult rausbekommt, könnte er trotzdem noch die Runde holen. Danach stelle ich wieder um die Dranks, bin ich gerade ganz unsicher mit. Ich hoffe, er schafft eine Ult der Timbersaw und ich hoffe, dass die sich gut Schaden daran auf jeden Fall holen. An ihm. Ja, guck mal, er tankt den Linken komplett weg. Und Enigma kam trotzdem raus. Das müsste reichen. Ja, guck mal, der stirbt nicht mehr gegen die Dranks, Alter. What the fuck? Ja, guck mal, das ist ja nur ein gutes Item sogar hier. Nehme mal random und hoffe auf den Battlefield. Ah, nehme ich random. Ich nehme random. Ich hoffe auf den. Ja, okay. Pipe wird nice sein. Pipe hilft nochmal gut weiter gegen das Mage-Zeug, denke ich. Dafür müsste auch mein Team wieder weiter zusammenrücken.
Wobei, die hat schon eine krasse Range inzwischen, die Pipe. Ja, ich kann ja so machen. Das triggert mich zwar ein bisschen die Aufstellung, aber die kann man trotzdem mal so machen. Shit ist crazy, ja. Ich glaube, ich da das Necronomicon auch gleich schon mal für eine Zeit. Ich könnte nachher noch einmal verbauen nach Runde 40, weil es bis dahin noch geht. Noch einmal nochmal ein neues Legendary versuchen zu bauen. Ich heb den echt mal auf, den Venomancer. Wir könnten ja sogar mit der Karte da einen 6er Warlock noch dazustellen. Falls die kommt. Ich will kein Risiko eingehen, meine Streak nochmal zu verlieren. Nochmal doppelt ihn rein. Guck mal, ob wir noch was. Oh, da ist nochmal ein Warlock. Primer. Stelle ich noch den Warlock. Ich könnte es auch statt Goblins mit einem Switch könnte ich Warlock stellen. Die Frage ist, ob das besser ist oder nicht. Eigentlich fühle ich mich ganz wohl mit dem Goblin-Buff, dazu noch mit dem Heal. Ich gebe mal ganz kurz ein Snapfire, das Ding einfach. Das nehmen wir in Runde 40 ab wieder runter. Wenn ihr mich daran erinnern könntet, wäre das natürlich ein wundervolles Geschenk von euch. Was habe ich hier drin eigentlich? Hier könnte nochmal die Gossamer Cape interessant sein. Die ist echt auch nice. Ja, die Aufstellung triggert mich auch hart, aber ich will alles in dem Ding in der Pipe drin haben. Ich weiß nicht, ob ich happy bin. Ich weiß nicht, ob Warlocks besser wären vielleicht als Goblins. Oh. Ob ich jetzt gegen beide verliere sogar, was ist das denn auf einmal? Wobei, gegen den verliere ich nicht, der ist. Der stört mich, der Timber so. Ich mache auf keinen Fall Sven. Wenn, dann brauche ich noch einen Stun. Wenn ich einen schnellen Stun gegen ihn rausbekommen würde, könnte es noch helfen. Muss man speziell gegen den Typen, glaube ich, gleich aufstellen. Das ist Nummer 8. Der ist unsichtbar, oder? Nee. Ich würde gerne noch bis Runde 40 für 6er Warlock, 6er Goblins überleben. Ich kann gegen ihn gar nicht wirklich aufstellen. Der hat einfach gesplittet komplett auch. So mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Akiro. Ich bekomme meine Upgrades hier nicht mehr fertig. Ich habe trotzdem noch mehr gesplittet. Ich glaube, das ist wegen dem Magiking einfach trotzdem besser. Da hast du den Monk eben erzürnt mit der Aufstellung Magiking 3. Oh Gott. Scheiße. Guck mal, die Runde zum Beispiel wieder, da kann es gut sein, dass er den Timber sogar nicht down bekommt. Ich müsste eine Runde jetzt auf meinem Feld so gewinnen, wie ich gegen Ingrid, oder so spielen, wie ich gegen Ingrid spiele. Die 20 Schaden gerade waren schon, haben schon wehgetan, dass ich jetzt. Ja, ein Lose wäre jetzt halt ein Lose, ne? Man kennt's. Der Lose wäre der Lose. Aber ich glaube, ich mache eine an der Aufstellung dann nichts. Ich meine, gerade eben hat sie funktioniert, warum soll ich daran jetzt irgendwas ändern? Wenn ich jetzt Pech habe, verliere ich halt, klar, aber wenn sie gerade geklappt hat, dann lasse ich sie jetzt einfach so erstmal. Vielleicht habe ich dadurch auch den Witchdog da rausbekommen, weil er safer stand. Das dann könnte ja auch hilfreich sein. Der 100. Zeus. Gut, wir nehmen den erstmal. Weil ich nehme ihn einfach weg. Den hätte ich schon ganz gerne für. Ja, wobei, wenn ich Warlocks. Ja, gut, ich kann den so oder so nicht spielen. Denke ich. Er hat noch ein Primal Beast 2 drin inzwischen. Mal gucken, was Primal Beast 2 macht. Die Pipe ist aktiviert für den Mage-Schaden, der kommt unter anderem. Ah, das sieht jetzt nicht so gut aus, oder? Wobei aktuell steht Timbersaw noch. Ne, Timbersaw steht, alles gut.
Nice. Ich brauche so dringend die Karte jetzt. Ich brauche einfach die Karte, Leute. Das wäre so viel wert. Mit der Karte haben wir halt 100% 6er Goblin, 6er Warlock. Natürlich wäre Warlock-Karte nicer, dann müsste ich den Venomancer 1 nicht spielen, sonst müsste ich den Bounty 3 rausnehmen für Venomancer 1. Aber die Karte wäre schon important, ey. Ich vergiss wirklich die Healings. Bisher brauche ich sie noch nicht, würde ich sagen. Vielleicht bekomme ich gleich Second Chance auf Random. Wenn ich Random die Karte roam will, bekomme ich vielleicht Second Chance oder sowas gleich. Und warte mal, ich wollte irgendwas runternehmen. Hier, das wollte ich runternehmen. Mal sehen, wenn die Gegner merken, dass sie nicht mal ganz cool gehen. Vielleicht haben sie noch keinen gezogen. Oder wollen irgendwelche anderen Sachen nicht kaputt machen. Warte mal, hatte ich nicht vor, eine Enigma gegen mich stehen? Ich hatte vor, meine Enigma gegen mich. Vielleicht war der von Schenke gespawnt oder so, von irgendwas. Als ob das nicht gereicht hat. Als ob doppelt Enigma nicht gereicht hat in der Runde. What the hell? Es hat ernsthaft doppelt Enigma nicht gereicht. Die Items habe ich runtergenommen, aber als ob doppelt Enigma nicht reicht. Hä? Das ist dreist. Ich dachte, Doppel-Enigma reicht easy in der Runde. Warte mal, das heißt, du hast dich ja, noch okay, um Bett erledigt, würde ich nicht sagen. Zweier, fuck, das kann ich nicht. Will ich alle nicht. Das ist schlecht. Ich hätte einfach eher und das bekommen können. Vielleicht hätte ich auf BKB gehen sollen. Nochmal versuchen. BKB wäre auch cool. Da habe ich ja Blitze, die ich noch schieße dazu. Und Attack Speed nochmal mehr. Wobei, eigentlich ist es gar nicht so kacke auf dem Timber, sondern auch den Attack Speed zu haben. Der lädt eh alleine am Schluss, wenn er dann 4-5 Humans alleine kämpft. Der hat zumindest 230 Attack Damage, das ist nicht so bad. Als ob wir Runde 40 wirklich verloren haben, das kann mir keiner erzählen. Ah, Leute, Goblins oder Warlocks? Sind es die Goblins oder sind es die Warlocks? Die Goblins sind schon gut. Ich weiß nicht, ob ich das switchen sollte. Warlocks. Agar auf Enigma wäre auch gut, oder? Ja, weiß ich nicht. Immer die Gefahr, dass der nicht rauskommt. Ich will lieber Timber so noch krasser haben. Ich weiß nicht, ob die Warlocks sind. Wenn ich Pech habe und der macht irgendwie so... Ja, wobei, wenn der alles gleichzeitig... Ja, ich habe Angst. Die Goblins sind halt safer. Warlocks ist halt nicht so eine safe Anlage wie die Goblins. Plus 100 YouTube-Klicks, wenn Warlocks. Ihr habt vollkommen recht, wir switchen noch Warlocks. Weil jetzt kann ich die Hit inzwischen übrigens auf jeden Fall verwenden, ne? Einser hier... Und Dreier hier. Dreh dich. Dreh dich. Der Heal ist schon nicht schlecht auf dem Timber, so. Auf allen anderen Units bringt mir die hier fast gar nichts, weil die alle so schnell weg sind. Das Ding ist, wenn wir jetzt switchen auf Warlocks und wir dann sterben, dann hasse ich mein Leben. In den Blitzen haut sich der Mangeki mehr kaputt. Was machen denn die Blitze? Die machen doch nichts, dass er sich kaputt haut, oder? Ich mach das jetzt für eine Runde rein, die Warlocks statt die Goblins. Ich kann nicht beides halten, ne? Wenn ich jetzt sterbe, wart ihr schuld. Wenn der Timber sollte nicht healy genug ist. Ich werde es bereuen, Timber soll mit sterben. Der wird zwar 8000 AP haben oder so, aber er wird trotzdem sterben. Denn noch einen raus für Beast. Ja, zweier Beast Buff ist so wenig wert eigentlich, aber... Ich hätte fast einen Warlock rausgenommen.
Junge. War das bad. Egal, ich habe alles, es ist alles, alles, alles in Ordnung. Wir haben alles noch so drin, wie es sein muss. Mal gucken, ob die Walls jetzt besser sind als irgendwie Goblin Buff. Oder schlechter oder gleich gut oder... Ich hoffe, dass sie besser sind natürlich. Das bekommt die falschen Units, die AP halt auch, habe ich das Gefühl. Na gut, es lebt mehr insgesamt länger dadurch. War schon besser, oder? Immer so oder so nicht gestorben. Die Aufstellung hat auch gepasst. Das Fire Beast ist besser. Als ein Clock. Aber Clock gibt mir mehr HP, wenn er stirbt, oder? Bei Warlock. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Das hat sich ja immer wieder geändert. Ich hab bis jetzt weiß nicht mehr, wie die Warlocks richtig funktionieren. ...10% Attack Damage auf allen Units. Ich meine, es sind 10 Units mit 10% Attack Damage auch mehr. Warum hatten die Low Units bekommen halt immer das Zeug, ne? Die Low Units bekommen immer die Warlock Stacks. Also meine Lows haben extrem viel HP dann nachher. Würde die Low Units auch vorne reinstellen. Auf jeden Fall ist es stärker. Ja, sieht schon gut aus, muss man ja zugeben. Vorne mit dazu ist der Call. Jetzt muss ich eh nicht mehr auf den Dings achten, auf den Monkey King, ne? Ah doch, ist immer noch der Monkey King, der lebt, aber ist egal, da passt die Aufstellung trotzdem. Ja, wobei, ich könnte ein bisschen was nach hinten, rechts und links noch splitten, ne? Oh Gott, das ist mein Ding, das ist direkt gestorben, meine Nick, meine beste Unit. Meine wichtigste Unit, er hat genau meine, wie kann denn er genau aus diesen 5 Millionen Units genau meine Enigma rausgegrittet haben? Wie kann das denn bitte sein? Ich brauch nochmal einen Snapfire, dann bin ich gut to go, glaube ich. Spell Prism. OBKB war der Dream. Der Hex wäre halt auch frech. Dumm, aber der Hex ist frech. Den muss ich nehmen, oder? Ich hätte lieber die Dist. Die fände ich... Nee, ich finde die... Ich scheiß drauf, ich gewinne eh. Die Dist ist cooler. Die Dist ist einfach cooler auf dem Timber, so. Der Hex wird auf 2er Zeus gehen. Echt jetzt? Ja gut, nichts bringen ist auch übertrieben auf 2er Zeus. Der ist ja auch stark. Wäre das einfach auf 2er Zeus gegangen? Irgendwie fühlt sich die Aufstellung gerade nicht richtig an mit den Los nach vorne. Oh Gott, bitte lass mich die Runde jetzt noch verlieren. Oh Gott, bitte lass mich die Runde jetzt nicht verlieren. Ich kann zumindest nochmal die Aufstellung switchen ansonsten gleich. Zweier Zeus hat eine 7er Unit doch nur. Und Monkey King ist eine 4er Unit. Eine 8er Unit auf Level 3. Zeus ist hier eine 7er, Zeus ist 7, Level 7 Unit und Monkey King ist ein Level 8 Unit, also normal müsste er gehext werden. Ich stelle wieder wie vorne auf, das Gespielte hat mir irgendwie besser gefallen, das hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen hat es besser funktioniert. Ich weiß zwar nicht genau aus welchen Gründen, aber... Warte mal, wo steht denn sein Zeus? Dunkel, ein helles Feld ist das.
Dann muss ich alles auf ein helles Feld stellen, oder damit Zeus nichts erwischt. Oder nee, warte mal, auf ein dunkles Feld. Ich weiß nicht, wie rum es funktioniert. Ich weiß nicht, wie rum das ist. Ja, egal, ich sterbe irgendwie verteilt. Der bewegt sich eh nach vorne. Ja, es kann sein. Wenn das tauschen würde, würde ich irgendwie. Ich brauche ja nur eine Runde. Ich hätte nur eine Runde gebraucht, indem ich Samangi King im Zweifel gehext hätte. Der hat ja nicht mehr viel Leben. Und ich glaube nicht, dass er so schnell switcht, wenn ich in der Sekunde das Item verteile. Ich brauche nur einen Win auf seinem Feld, dann reicht es mir. Egal, ich fand Forum einfach cooler jetzt mit noch mehr Tank-Items. Das war der Tank ist der Tempo so aller Zeiten dann so wiederum gefühlt. Aber ich überlege, ob ich auf Goblins wieder umstellen sollte. Ich überlege trotzdem noch mit dem Goblin-Switch wieder hin und her. Außer ich bekomme jetzt zwei Primal Beasts. Wenn ich jetzt halt nicht switch, bereue ich es, wenn ich danach sterbe. Aber wenn ich. Aber andersrum genauso. Ich muss Primal Beast rausnehmen und ihn rausnehmen. So bringt der Goblin Buff nicht. Es reicht ja, dass Timbersaw dann durch Healy wird. Ich denke mir halt so, mein Timbersaw wird dadurch Healy, das sollte mir ja eigentlich ausreichen. Ah, schwer zu sagen. Ich hätte Runde 40 gewinnen müssen und die Karte bekommen müssen. Das wäre halt der Call gewesen. Aber habe ich halt nicht. Vielleicht sterbe ich jetzt mit Warlocks dann einfach. Vielleicht gewinne ich auch mit Warlocks auf seinem Feld jetzt. Ich wünsche halt, dass Timbersaw noch, wenn er noch die Heals hätte und sich noch hochhealen würde mit Goblin Buff. Mir wenigstens so einen Loose dann, der mich nicht direkt killt. Okay, der killt mich direkt, der Loose, oder? Ah, 16. Ne, der killt mich. Der killt mich genau! Und aufs Heimfeld! Das war der zweite nur! Nein, GG, wie close! Egal, war trotzdem eine coole Runde. Der Timbersaw war über nice. An liebe Zuschauer, schreibt mir gerne mal rein eure Meinung, ob Goblin Buff besser gewesen wäre, aber der nur Timbersaw hilft oder Warlocks, der halt allen so ein bisschen hilft. Meine lieben Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.